Hallo Leute, die täglichen Herausforderungen für Montag, den 3. Februar sind: Adler gerupft, Alligatoren getötet, amerikanische Bisons gehäutet, Bären getötet, Hinterhalt erfolgreich abgewehrt, perfekte Tierhäute verkauft, Tiere zertrampelt. Schauen wir doch mal rüber zu den rollenspezifischen. Schwarzbrenner Saloon 2 Minuten getanzt, Schwarzbrenner Saloon betrunken mit einem anderen Spieler interagiert, Schwarzbrenner Saloon veränderte Einrichtungen, Geld durch Handel verdient, $200, kleine Tierkadaver an Crips gespendet, Waren an einen weit entfernten Käufer verkauft, antike Schnapsflaschen ausgetrunken, antike Schnapsflaschen gefunden, Sammlerstücke mit einem Metalldetektor gefunden, Adlerauge benutzt, gesuchte Zielpersonen geplündert, gesuchte Zielpersonen mit Bolas zu Fall gebracht. Ich empfehle eine legendäre Kopfgeldmission, den Philipp Calais. Einfach an der Steckbrieftafel aussehen, dann seid ihr fast im Bluewater Marsch. Einfach rüberreiten und da liegt auch schon der erste abgeknallt und das Gold kassiert. Dann empfehle ich, bleibt gleich im Philipp Calais, dann reitet ihr rüber nach Blackwater. Ist eine kleine Strecke, aber es rentiert sich. Hier findet ihr Bisons. Ich hatte das Glück, ich hatte noch einen Schwarzbären erwischt. Jetzt leider hier nicht im Video. Ich habe euch dann noch etwas anderes rausgesucht. Ich empfehle die Story-Mission Ein bitteres Ende mit bitterem Nachgeschmack. Hier findet ihr immer einen Schwarzbären. Bei mir zählt halt jetzt das Gold nicht, also weil ich habe es schon gehabt. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Dann haben wir euch noch zwei Archivaufnahmen rausgesucht für die Adler. Einmal hier oben bei Brandywine Drop. Und dann haben wir noch eine zweite rausgesucht, die kommt dann gleich im Anschluss. Die wäre dann beim Ovangila Damm. Da werdet ihr mit Sicherheit fündig. Also Leute, ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen. Ciao!